Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung, ein zweites Coming Out. Mein Name ist Andreas Klamm von Radio TV IBS Liberty und von Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, Menschenrechtsreporter und von regionalhilfe.de. Ich hatte ein erstes Coming Out heute am Freitag, den 12. Januar 2018. In Berlin finden die Sondierungsgespräche statt. Es soll wohl laut Meldungen von Medien, von Kollegen, von Presse, Film, Funk und Fernsehen ansatzweise Hinweise dafür geben, dass möglicherweise doch eine GroKo kommen wird. Dann sind wir schon beim richtigen Thema GroKo, Große Koalition aus Union und aus SPD. Das tut mir leid für die SPD. Ich danke ganz herzlich an dieser Stelle Murat Uguz für die Einladung, Mitglied bei der SPD zu werden, und schließe das auch nicht aus. Doch ich befürchte, mit einer weiteren großen Koalition dürften damit schon die Zukunft der SPD, aber auch das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 besiegelt sein. Ich blicke da eher pessimistisch in die Zukunft, weil die Wähler und Wählerinnen, das hat ja auch Martin Schulz, der SPD-Bundesvorsitzende, wohl so wahrgenommen während des Wahlkampfes, doch andere politische Wünsche für Deutschland hatten als eine neue große Koalition und einem gewohnten weiter so unter Merkel. Es scheint offenbar doch in die Richtung zu gehen, Merkel macht weiter. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Es hört sich jetzt schon so ein bisschen kanzlerinnenkritisch an. Ja, es ist auch kritisch. Zweites Coming Out für Freitag, den 12. Januar 2018. Einfach so in meiner persönlichen Transparenzinitiative. Ich hatte es schon mehrfach erwähnt in einigen Fernsehsendungen und auch in mehreren Beiträgen geschrieben, ich bin politisch nicht uninteressiert. Mein Großvater war französischer Offizier, 1946 in Kaiserslautern stationiert, aber nur einer der Großväter. Ich habe ja zwei Großväter, einen der mütterlichen Seite und einen der väterlichen Seite. Die mütterliche Seite kommt aus Tunesien, aus Frankreich, und die väterliche Seite aus Deutschland. Also internationale Familie, bunt zusammengewürfelt. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Also ich bin hineingeboren in eine internationale Familie, die eben multinational, international, zwischen den Nationen und mit mehreren Nationen verbunden ist. Also jetzt nicht nur rein typisch deutsch und daher auch vielleicht das andere Denken, auch das andere, auch andere Weltanschauungen, andere Überzeugungen, anderer Glaube. Andere Ansichten, andere Ideen und andere Entscheidungen. Und so kam es, dass ich als junger Mensch sagte, ja, ich will mich politisch engagieren. Damals hieß der Bundeskanzler noch Dr. Helmut Kohl. Und so wurde ich 1996 tatsächlich Mitglied bei der Jungen Union und der CDU in Ludwigshafen am Rhein. Aber irgendwie hat es da nicht gezündet. Es hat nicht so richtig funktioniert. Und irgendwann hatte man mir doch nahegelegt, ich sollte Mitglied bei den Jusos und bei der SPD werden. Das hätte vielleicht auch besser gepasst, da ich ja auch schon seit 1991 Mitglied der Gewerkschaft Verdi bin, also tatsächlich sozial engagiert bin. Und wenn man daran denkt, Beruf als Journalist, als Autor, als Schriftsteller, als staatlich geprüfter, dreijährig ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger und Rettungssanitäter, also es gibt natürlich auch den sozialen Bezug, die soziale Ader. Und man muss ein Stück weit naiv sein, weil wegen des Geldes arbeitet man nicht als Gesundheits- und Krankenschwester, auch nicht als Gesundheits- und Krankenpfleger. Es gibt da nur den geschlechtlichen Unterschied. Sondern man muss dann noch so eine gewisse ideelle Vorstellung mit in die Welt bringen. Vielleicht auch sogar, vielleicht muss man auch ein Stück weit naiv sein für die Pflege von alten und schwerstkranken Menschen. Weil wir ja nicht irgendwas produzieren. Der Werkarbeiter bei Mercedes-Benz, der kann sagen, nach 8 Stunden, wenn es so schnell geht, hier, seht an, hier ist mein schöner neuer Mercedes. Das kann eine Krankenschwester, ein Krankenpfleger nicht sagen.
Ich kann froh sein, wenn der Patient nicht in der Zwischenzeit gestorben ist, sondern noch lebt. Aber kann ja kein Produkt vorstellen. Sie verstehen. Das ist also gar nicht so einfach. Man muss in der Pflege sicherlich irgendwie ein bisschen anders gestrickt sein. Sozial gestrickt sein, naiv gestrickt sein. Und Geld darf nicht die erste Rolle spielen, weil sonst kann man den Beruf nicht ausüben. Und bis zu meinen schweren Unfällen und Erkrankungen und den Folgen daraus konnte ich für 24 Jahre, bevor ich jetzt selbst im Rollstuhl gelandet bin, also ich bin auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen, auf Gehstöcke, konnte ich immerhin 24 Jahre den Beruf als Gesundheits- und Krankenpfleger ausüben. Nur im Rollstuhl, es gibt einige Sonderbereiche, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Thema ist Politik. Transparenz, nicht nur von Politikern und von Menschen, die im öffentlichen Leben fordern, sondern auch selbst ein bisschen Transparenz bieten. Ich war also bis 1998 Mitglied der CDU und der Jungen Union in Ludwigshafen am Rhein, damals noch unter Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der im vergangenen Jahr 2017 verstorben ist. Nur hat man mir dann irgendwann mal gesagt, Mensch, Andreas, du bist hier in der falschen Partei, du müsstest Mitglied in der SPD werden oder bei den Jusos oder bei beiden, Jusos und SPD. Aber irgendwie, ich hatte dann SPD auch mal gewählt und Freundschaften mit SPD-Politikern gepflegt und auch SPD unterstützt. Es gab mehrere Ideen, die mir von der SPD auch gut gefallen haben, sehr gut gefallen haben. Aber irgendwie war ich immer zu sehr beschäftigt aufgrund von Geldsorgen, finanziellen Sorgen, aber auch beruflich, krankheitsbedingt, aufgrund der Schwerbehinderung, die entstanden ist. Also ich bin chronisch krank und schwerbehindert. Grad der Behinderung 60. Irgendwie ist es mir nicht gelungen, bis jetzt noch nicht Mitglied in der SPD zu werden. Und daher auch jetzt gleich die Frage vorweg an alle Zuschauer. Ich habe eine wunderbare Einladung erhalten, Mitglied bei der SPD zu werden. Soll ich Mitglied der SPD werden? Daumen hoch oder Daumen runter? Aber jetzt kommt das Coming Out. Ich denke, es muss jeder wissen, wie weit er sich oder sie, ne, es gibt ja Frauen und Männer, ob man sich politisch engagieren möchte und wie weit man sich aus dem Fenster lehnen möchte. Ich glaube, um sich politisch zu engagieren, muss auch nicht jeder Mensch Mitglied in einer Partei sein. Aber ich will auch politisch noch ein bisschen etwas mich einbringen und nicht nur andere machen lassen und über mich bestimmen lassen, sondern auch mitgestalten. Ich will dazugehören, Teil sein. Das waren so die Überlegungen im Jahr 2015. Ich hoffe, Sie sitzen jetzt. Wer noch keinen Kaffee hatte, schnell noch einen Schluck Kaffee nehmen. Kaffee nehmen. Nächstes Coming Out am Freitag, den 12. Januar 2018. Ich mache jetzt kein großes Geheimnis draus. Ich bin Mitglied bei der Partei Die Linke geworden. Das ist kein Scherz. Also, ich bin schon seit mehreren Jahren Mitglied der Partei Die Linke. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es leider keine Vertretung der Linken, also im Rhein-Pfalz-Kreis, dem früheren Landkreis Ludwigshafen. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, den Landkreis Ludwigshafen. Jeder wusste, was der Landkreis Ludwigshafen ist. Irgendwer hatte die Idee, den Landkreis Ludwigshafen umzubenennen und in den Rhein-Pfalz-Kreis. Da ist die Linke noch nicht mal vertreten. Aber in Ludwigshafen am Rhein, herzliche Grüße an die Linke nach Ludwigshafen am Rhein und auch nach Mainz. Da gibt es natürlich die Linke. Irgendwie, ich weiß nicht, die Themen, ich habe mir die Themen angeguckt. Soziale Gerechtigkeit, Mindestlohn, soziale Sicherheit. Also es gibt natürlich Schnittmengen. Ne? Ist SPD, es gibt ja auch noch die linke SPD und es gibt die Partei Die Linke. Aber durch diese 2005 Ereignisse, die durch die Ereignisse im Jahr 2005, Hartz IV, Agenda 2010, war ich nicht mehr so überzeugt. Wohin geht es mit der SPD? Ist es noch die sozialdemokratische Partei, wie ich diese in den 80er Jahren noch kennenlernen konnte? Ich habe unzählig viele Freunde, die sind Mitglied in der SPD. Und jetzt habe ich auch das Angebot, im Winter 2017 erhalten, Mitglied der SPD zu werden. Soll ich Mitglied der SPD werden? Daumen hoch, ja. Daumen runter, nein. Dann weiß ich so ein bisschen, oder einfach reinschreiben, ja oder nein. Dann ist es noch besser verständlich. Also ich habe eine Einladung bekommen, Mitglied in der SPD zu werden.
Ich denke darüber nach, weil ich denke, es ist ein schönes Angebot. Es gibt ja auch einen linken Flügel der SPD und es gibt die linke SPD. Aber irgendwie war 2015 war meine, also ich bin schon seit 2 Jahren Mitglied der Partei Die Linke. Aber jetzt hat sich durch die Wahl 2017 ja eine ganz neue Situation ergeben. Es ist jetzt die AfD-Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag als neue Partei hinzugekommen. Naja, und es ist die, wenn ich mich nicht irre, drittstärkste Partei von den Sitzen her. Also die sind ziemlich weit nach oben gekommen, erstaunlicherweise. Es gibt jetzt also CDU, CSU, die Unionsparteien, die SPD. Dann kommt, glaube ich, schon die AfD und dann erst die FDP und dann irgendwann einmal die Linke. Und daher bin ich jetzt etwas hin und her gerissen. Mitglied bei der Partei Die Linke bin ich geworden, weil ich glaube, dass soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit für alle Menschen in Deutschland wichtig ist, elementar wichtig ist, sogar überlebenswichtig ist. Ich unterstütze schon seit vielen, vielen Jahren die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens und 16 Landtage und der Deutsche Bundestag kennen mich, weil ich hatte an alle 16 Landtage und auch an den Deutschen Bundestag im Jahr 2011 eine Petition versendet. Sind jetzt 7 Jahre vergangen, zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Denn wir wissen ja, es gibt Landesregierungen, 16 Stück an der Zahl, und man kann im Land beispielsweise auch ein Pilotprojekt starten und mal das Grundeinkommen ausversuchen. Daher meine Idee, auch an die Landesparlamente zu schreiben, an die Landesregierungen für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Das war aber schon im Jahr 2011. Und dann auch an den Deutschen Bundestag, weil eben die Bundesregierung natürlich noch viel, viel mehr Einflussmöglichkeiten hat normalerweise. Und so hatte ich dann für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, ich danke auch allen Unterstützern und Unterstützerinnen, ich habe das nicht alleine gemacht, es gab dann immerhin auch noch mehr als 1.000 Unterstützer, die die Petition mit unterzeichnet haben, also die Petition an alle 16 Landtage verschickt für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens und für soziale Sicherheit. Natürlich brauchen wir alle ausreichend viel Geld und 400 Euro reichen in Deutschland. Die Erfahrung kann jeder selbst testen. Sie können beispielsweise die Kontovollmacht ihrer Frau übertragen, wenn sie verheiratet sind oder auch an Freunden und einfach nur mal versuchen, 2, 3 Monate mit 400 Euro zurechtzukommen. Das ist sehr, sehr schwer. Es reicht nicht aus. Wenn Sie davon noch Miete bezahlen wollen, schon in Tübingen musste ich weit mehr als 400 Euro Miete bezahlen. Und Tübingen ist eine Stadt mit 70.000 Einwohnern. Jetzt rechnen Sie das mal auf Berlin hoch oder 75.000, Entschuldigung, wenn ich jetzt 5.000 Menschen unterschlagen habe. Tübingen ist eine wunderschöne Universitätsstadt und ich hatte dort für die Herztorax-Gefäßchirurgie der Universitätsklinik in Tübingen gearbeitet. Ich war auch beschäftigt bei der Herztorax-Gefäßchirurgie der Uniklinik in Mainz, also für mehrere Landeseinrichtungen. Naja, aber Tübingen ist eine relativ kleine, überschaubare Stadt. Jetzt denken Sie an Stuttgart, Landeshauptstadt, sobald natürlich, oder München. München ist so teuer, da können Sie von 400 Euro keine Miete bezahlen, das ist nicht möglich. Und daher beschäftigen mich immer diese Themen bei Pflege und Soziales, also wenn man dann auch noch Gesundheits- und Krankenpfleger und Rettungssanitäter ist, man hat dann immer irgendwie mit sozialen Dingen zu tun. Und da dachte ich, die Linke, das ist dann vielleicht tatsächlich die Partei, in der ich was bewegen kann. Aber naja, jetzt ist die Linke irgendwo fünfte Partei im Bundestag oder so. Etwas verrechne ich mich jetzt? Oder ist sie auf Position 4 oder 5? Nee, 5 ist sie, glaube ich. Wenn man CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Entschuldigung, ich habe ja noch eine Partei vergessen. Stimmt ja nicht. Entschuldigung. Sorry, ich erzähle Ihnen gerade Unsinn. Es gibt die CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Entschuldigung. Sorry. Entschuldigung, Bündnis 90 Die Grünen. Dann kommt aber schon AfD, Alternative für Deutschland. Dann kommt FDP. Und dann kommt Position 7. Entschuldigung, die Partei Die Linke. Also, wir sind da jetzt irgendwo in der Opposition. Die Linke ist eine Opposition, also nicht mit Regierungsfragen beschäftigt, also nicht mit Regierungsbildungsfragen beschäftigt. Sehr wohl mit Regierungsfragen beschäftigt. Aber leider nicht mit Regierungsbildungsfragen beschäftigt.
Das wäre natürlich schön, aber wie wahrscheinlich ist es, dass die Linke an einer Regierungsbildung der Bundesregierung aktiv beteiligt sein wird? Also ich sehe da, obwohl ich Mitglied der Partei Die Linke bin, aber mit 10%, sorry, muss man realistisch bleiben. Wir alle haben unsere Idealen und Vorstellungen, aber mit 10% Bundeskanzlerin stellen, natürlich, es wäre eine wunderbare, schöne Vorstellung. Wenn Sarah Wagenknecht Bundeskanzlerin, würde ich sofort wählen, mit beiden Stimmen. Wird sie wohl nicht werden, ne? Also es ist dieses Jahr ohnehin nicht. Und Entschuldigung, 2021. Die Prognosen sehen nicht so aus. Und wenn ich mir die Wahltrends angucke, die Umfragen von Infratest, LIMAP und keine Ahnung von allen möglichen anderen Umfrageinstituten, Entschuldigung, ich will jetzt auch keine Werbung für irgendwelche Umfrageinstitute machen, aber dass die Linke die Bundeskanzlerin stellt, ich befürchte, da werden wohl noch einige Jahre ins Land ziehen in Deutschland. Da sollte man vielleicht realistisch bleiben und die Träume, die Wünsche nicht zu hoch setzen. Es wäre eine schöne Vorstellung. Ich könnte gut damit leben, Sarah Wagenknecht als Bundeskanzlerin. Eine Frau, die voll und ganz jede Unterstützung verdient hat, meiner Überzeugung nach. Es gibt andere, die denken da vielleicht ganz anders drüber. Die sagen, Katja Kipping ist die Frau. Kann sein. Kann sein, kann ja möglich sein. Ne? Vielleicht erleben wir es eines Tages, weiß ich nicht. Aber mit 10%, wenn wir realistisch, ne, wird schwer. Ne? SPD jetzt mit 17, 18%, 20%, CDU mit 32, 35%, na, dann ist eher wahrscheinlich, dass man mit 10% Vizebundeskanzlerin, Vizebundeskanzler stellt, eher unwahrscheinlich. Wobei, wir wissen ja nicht, was noch alles passiert in Deutschland. Was in der Zukunft bis zur nächsten Bundestagswahl. Sie wissen, es gibt ja diesen berühmten Spruch, nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir hatten die Wahlen im Oktober 2017, Regierung wird gebildet, bis zu Ostern soll es dann wohl verkündet werden. Ostern 2018. Naja, und dann geht 19, 20 und 21 sind die nächsten Bundestagswahlen. Und ob da, Entschuldigung, wenn ich mir dann meine Partei, in der ich jetzt ja Mitglied schon seit mehreren Jahren bin, die Linke, ansehe, dass sie dann ein Ergebnis über 20%, ich meine, träumen dürfen wir alle nachts. Und wenn man auch mal einen Wodka trinkt oder so, dann darf man vielleicht Zahlen auch anders sehen. Aber naja, realistisch betrachtet wird wohl die Frage der Regierungsbildung für die Linke auch im Jahr 2021 nicht die Frage sein, die die Partei intensiv beschäftigen wird, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich denke, derzeit gibt es ganz andere wichtige Themen, soziale Sicherheit. Dann natürlich, wie werden alle Menschen möglichst gut in Deutschland versorgt? Die Menschen, die in Deutschland leben, schon seit vielen Jahren oder von ihrer Geburt an. Und die Menschen, die neu nach Deutschland hineinströmen, aus welchen Gründen auch immer, seien es Kriegsursachen, seien es aber auch falsche Hoffnungen, die geweckt worden sind, von wem auch immer, dass man in Deutschland das Paradies finden kann. Wobei ich manchmal denke, ist es nicht eher so, dass Deutschland sich mehr und mehr verwandelt, dass man vielleicht eher hier Chaos und ja, die Vorstufe zur Hölle findet. Wenn ich an 400 € pro Monat denke, das reicht zum Leben nicht aus. Und wer glaubt denn bitte solche Geschichten, dass es als Begrüßungsgeld Häuser und Autos gibt, wenn man nach Deutschland kommt? Kann man so naiv sein? Also ich bin ja naiv, will ich nicht verschweigen, aber Entschuldigung, wenn mir jemand erzählt, ich arbeite seit 1986 auch in England für mehrere Magazine in englischer Sprache. Wenn man mir erzählen würde, wenn die britische Regierung mir erzählt, du bekommst ein Auto und ein Haus, würde ich nicht glauben. Und Entschuldigung, auch wenn ich die USA mag oder Russland, angenommen, US-Präsident Donald Trump würde sagen, du bist in Deutschland geboren, wenn du nach Amerika kommst, dann gibt es ein schönes Haus und ein Auto. Entschuldigung, würde ich ihm nicht glauben. Und wenn es der russische Präsident mir erzählen sollte, wenn du nach Russland kommst und natürlich meine Partei wählst, weil das sind ja auch jetzt Wahlen 2018, und dann gibt es ein schönes Haus und ein Auto und eine schöne Frau dazu, würde ich es ihm auch nicht glauben. Entschuldigung. Ne? Und wer sollte dann glauben, wenn man nach Deutschland kommt? Das Kindergeld, das ist natürlich eine besondere Situation. Gibt es nicht in vielen Ländern. Da ist Deutschland was Besonderes. Also Geld ist natürlich, spielt eine Rolle. Ne? Ich meine, jeder versucht mit zwei Beinen irgendwo im Leben zu landen.
Und dann sind es wirtschaftliche Gründe, finanzielle Gründe, Kindergeld. Ne? Das ist ein überzeugendes Argument. Das mag möglich sein, aber wer glaubt bitte, wie es werden Häuser und Autos verschenkt? Ich meine, wir kennen doch die Regierungen. Ne? Wir kennen die Pyramide der Macht. Ne? Wer steht an der Pyramide? Diese Kämpfe zwischen oben und unten. Es ist ja nicht so, Dr. Heiner Geißler hat es ja tatsächlich beschrieben, Dr. Heiner Geißler war nicht Parteimitglied der Linke, ist von einer anderen Partei, war, ist ja leider auch verstorben. Er hat schon das Richtige gesagt, das kann ich auch als Mitglied der Partei Die Linke sagen. Die Mittel sind vorhanden. Es gibt kein Problem mit den Mitteln, die sind alle vorhanden, aber es gibt das Problem der Verteilungsgerechtigkeit, die fehlt in Deutschland. Also die Mittel sind vorhanden. Das hängt damit zusammen, dass irgendwelche Eliten, Reichen und mächtigen Kasten, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, mit Eliten habe ich ein Problem, denn weshalb sollen irgendwelche Leute, die einige Milliarden unter fragwürdigen Umständen auf ihrem Konto angehäuft haben, weshalb sollen die Eliten sein? Die gehen genauso auf die Toilette mit zwei Beinen normalerweise wie der andere Mensch auch. Also sie haben sich irgendwie Milliarden angebunkert. Reiche, mächtige, das ist, glaube ich, die korrektere Bezeichnung, aber Elite, naja, also darüber kann man diskutieren und da könnte ich dann stundenlang diskutieren. Das erspare ich jetzt heute früh. Unterbrechen die Wirtschaftskreisläufe. Das finde ich nicht okay. Die Mittel sind vorhanden, aber sie werden von einigen wenigen Mächtigen zurückgehalten und nicht verteilt an alle. Die Güter sind vorhanden. Es gibt keinen Mangel an Gütern. Es gibt auch keinen Mangel an Geld. Nur einen Mangel an Verteilungsgerechtigkeit. Weshalb muss eine Bundeskanzlerin 200.000 Euro pro Jahr einstecken und eine Krankenschwester für 1.000 Euro im Monat kämpfen bei Vollzeit? Macht keinen Sinn. Wäre es nicht auch viel, wenn eine Bundeskanzlerin 20.000 Euro im Jahr verdient? Oder um die Zahlen irgendwie runder zu machen, 24.000 Euro. Würde das nicht ausreichend genügend sein? Ich glaube schon. Ja, weil die Arbeit einer Krankenschwester ist nicht weniger wert als die Arbeit einer Bundeskanzlerin. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Deshalb wahrscheinlich auch die Entscheidung für die Partei Die Linke, bei der ich seit mehreren Jahren Mitglied bin, mein Coming Out, also ich bin Mitglied der Partei Die Linke. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Alle Menschen sind gleich an Recht und Würde und Freiheit geboren. Der Dienst der Bundeskanzlerin ist wichtig. Aber ich mache persönlich keinen Unterschied zwischen dem Dienst einer Bundeskanzlerin und einer Krankenschwester. Speziell jetzt als schwerbehinderter und chronisch kranker Patient auch nicht, wenn ich im Rollstuhl unterwegs bin. Es kann bei mir, das ist eine Sondersituation, das erwarte ich nicht von jedem, dass er so denkt, dass ich sogar den Dienst einer Krankenschwester höher bewerte als den Dienst einer Bundeskanzlerin. Denn schöne Worte können wir fast alle sprechen, würde ich mal vermuten. Fast alle. Jeder, der schreiben, lesen gelernt hat und auch noch irgendwann etwas sprechen gelernt hat, in welcher Sprache auch immer, Arabisch, Französisch, Ägyptisch, Englisch, Spanisch, spielt keine Rolle. Aber irgendwas erzählen können wir alle. Und wenn es über das Fußballspiel ist oder über Politik, wie ich das jetzt mache, den Dienst der Krankenschwester kann nicht jede Frau und auch nicht jeder Mann leisten. Dazu braucht man, nennen wir es Berufung, nennen wir es Berufung. Eine besondere Lebenseinstellung, eine besondere Weltanschauung, im Dreck wühlen, bei Krankheiten, mit Exkrementen, mit Ausscheidungen, mit ansteckenden Erkrankungen, mit Menschen, die sich räumlich, zeitlich, örtlich nicht mehr zurechtfinden, die schwerst krank sind. Das kann nicht jeder Mensch machen. Also man braucht als Krankenschwester oder als Krankenpfleger, das ist die männliche Form der Krankenschwester, sicherlich irgendwie so eine Art Berufung. Weil aus finanziellen Gründen wird man ja nicht Krankenschwester, Krankenpfleger, weil die Verdienstmöglichkeiten in der Pflege leider viel zu gering sind, obwohl es eine ganz extrem belastende Arbeit ist. Wir haben die psychische Belastung, es sterben in der Pflege auch Leute. Wir haben die harte körperliche Belastung, Entschuldigung, und wir haben natürlich auch noch Schichtdienst. Früh, spät, Mittel, Nachtdienst, Zwischendienst, Nachtdienste. Das ist alles extreme Belastung. Und daher denke ich, weshalb sollte eine Bundeskanzlerin nicht genauso viel Gehalt erhalten
wie eine Krankenschwester? Oder weshalb sollte eine Krankenschwester nicht genauso viel Gehalt erhalten, damit sie ein Leben in Würde in Deutschland führen kann, wie eine Bundeskanzlerin? Weshalb nicht? Es wäre möglich, weil die Mittel vorhanden sind, nur die Verteilungsgerechtigkeit, die fehlt in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, das müssen wir jetzt auch mal sagen, es ist kein deutsches Problem, es ist ein weltweites Problem. Die Mittel, die Ressourcen sind alle vorhanden für mehr als 7 Milliarden Menschen. Aber es gibt halt eben wenige Menschen an der Spitze der Macht, die die natürlichen Kreisläufe unterbrechen und Geld nicht im Kreislauf sich bewegen lassen, was ja dann auch wieder auf sie zurückkommen würde, sondern Geld auf die Seite schaffen oder Geld entziehen im Wirtschaftskreislauf oder den Kreisläufen. Und damit entstehen natürlich schwerste Nöte unten an der Basis der Pyramide, sprich bei Krankenschwestern, Krankenpfleger oder bei Menschen, die eben aufgrund von Alter, Rente, Rentner oder Kindern, die noch gar nicht arbeiten können und dürfen, oder eben Menschen, die chronisch krank geworden sind, Schwerbehinderung oder noch gar keine Chance hatten für eine Ausbildung oder ihnen das aus irgendwelchen Gründen, vielleicht aufgrund einer Lernbehinderung noch nicht gelungen ist, dass sie damit 400 € in Deutschland überleben können sollen pro Monat, das gelingt nicht. Schon wegen der Mietpreise nicht. Also das ist viel zu wenig. Und daher engagiere ich mich für das bedingungslose Grundeinkommen und bin der Überzeugung, das müsste normalerweise eine Höhe von mindestens 1.500 € bis 2.000 € in Deutschland haben. Wenn ich mir die Mietpreise bei Berlin, vielmehr in Berlin angucke, in Hamburg, in Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Dresden, die ganzen Großstädte, da reichen 400 € nicht aus. Wie auch immer, über die Summen, über alle Merkmale, die ein bedingungsloses Grundeinkommen erfüllen sollte, da kann man sicherlich noch viel, viel diskutieren. Ich habe keinen Zweifel daran. Da wird es auch noch mehr Diskussionen in Deutschland geben. Dennoch glaube ich, dass das bedingungslose Grundeinkommen schon aufgrund der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sehr, sehr wichtig sein wird. Denn Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat das ja beim G20-Gipfel erklärt. Die Digitalisierung ist nicht aufhaltbar in Deutschland. Viele Arbeitsplätze, und ich warne alle, wer denkt, er hat einen sicheren Arbeitsplatz, der sollte sich bitte nicht täuschen. Viele Arbeitsplätze auch in den nächsten 5 Jahren werden ohne Ausnahme wegfallen im Rahmen der Digitalisierung. Computer, Roboter, Maschinen werden die menschliche Arbeitskraft übersetzen. Das heißt, wir brauchen ein neues soziales Sicherungssystem und ein weitergehendes soziales Sicherheitssystem. Es ist nicht mehr möglich, dass Menschen nur bewertet werden, ob sie denn einen Nutzen haben auf der Grundlage von Arbeit. Das wird nicht mehr funktionieren. Das werden wir jetzt in den nächsten 5 Jahren erleben. In den nächsten 4 bis 5 Jahren und natürlich auch in der Zukunft darüber hinaus. Wenn sich Menschen nur noch über Arbeit definieren oder darüber der Wert von Menschen über Arbeit definiert wird, dann wird diese Rechnung nicht mehr aufgehen. Sie wird zum Scheitern verurteilt sein. Denn Roboter und Computer lösen heute schon in vielen Bereichen Menschen ab. Die menschliche Arbeitskraft, wie sie 1800 noch gebraucht wurde in den Fabriken, wird nicht mehr gebraucht. Es gibt wenige Ausnahmen. Und das ist beispielsweise die Gesundheits- und Krankenpflege, die Altenpflege. Dort werden Menschen teilweise noch gebraucht. Doch bitte nicht vergessen, auch dort gibt es inzwischen wunderbare technische Entwicklungen. Man kann inzwischen auch Pflegeroboter einsetzen. Natürlich nicht zu 100%, das ist nicht möglich, aber auch diese Zeiten des Pflegenotstandes werden im Rahmen der Digitalisierung werden können oder zurückgehen. Also die werden gelindert werden können, dank von Robotern und dank von Digitalisierung, von Technisierung, Computer, Roboter, werden menschliche Arbeitskraft ersetzen. Wenn es nicht mehr genügt, Arbeit zu leisten und dann ein entsprechendes der Würde des Menschen angepassten Einkommen zu erzielen, dann muss es andere finanzielle Sicherungssysteme geben. Und ich glaube, da ist das bedingungslose Grundeinkommen sicherlich eine gute Chance für die Zukunft. Naja, Sie verstehen, soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit und natürlich auch der Wunsch, dazugehören zu wollen. Und daher bin ich dann schon vor mehreren Jahren Mitglied bei der Partei Die Linke geworden. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht allzu sehr schockiert. Aber ich sehe auch keinen Grund,
dafür, dass man jetzt daraus ein Staatsgeheimnis machen muss. Sondern ich stehe dazu. Ja, ich bin Mitglied der Partei Die Linke. Ich stehe auch dazu, dass man nicht zwingend notwendigerweise Mitglied von SPD, CDU, FDP oder sonstiger Parteien werden muss, wenn man sich politisch engagieren möchte. Aber es gibt halt eben Parteien in Deutschland und jeder Mensch sollte für sich frei entscheiden können, ob er Mitglied einer Partei werden möchte und, naja, in welcher Partei er auch Mitglied werden möchte. Und da glaubte ich, die Linke, aufgrund der Aussagen auch zur Bundestagswahl 2017, aber auch früherer Wahlen, dass die Linke hier sicherlich es ernst meint mit einem Engagement für soziale Gerechtigkeit, für soziale Sicherheit. Es werden viele Worte gemacht. Bis jetzt ist ja der Zustand leider noch nicht erreicht worden. Ob meine Wahl die richtige war, das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen noch nicht mal zusichern. Ich hoffe, dass sie nicht ganz so falsch war. Und jeder muss für sich, glaube ich, persönlich herausfinden, ob er mehr der CDU oder anderer Parteien, SPD, Grüne oder viele anderen kleinen Parteien sich zugehörig fühlt. Oder auch die Entscheidung für sich treffen, ich werde Mitglied in keiner Partei. Geht ja auch. Man kann dennoch politisch sich engagieren mittels Petitionen, mittels Anfragen, mittels öffentlicher Reden oder Fernsehen, Radiosendungen oder Magazine. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ich werde es prüfen. Jetzt bin ich natürlich durch das liebe Angebot, auch noch Mitglied in der SPD zu werden, immer noch so hin und her gerissen, ja? Weil es gibt natürlich so eine Schnittmenge, linke SPD, linker Flügel wäre passend, rechter Flügel wäre weniger passend. Also so das neofeudalistische, neoliberale, menschenverachtende, das ist nicht so mein Ding. Und andere Menschen unterdrücken und sie in Not leiden zu sehen, ist auch nicht so mein Ding. Also ich will soziale Gerechtigkeit auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jeder, der unverschuldet in Not geraten ist, Artikel 25, hat Anspruch auf die entsprechende soziale, finanzielle, medizinische Hilfe. Sie können das selbst alles gerne nachlesen. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, damit ich Ihnen keinen Unsinn erzähle. Also jeder hat das Recht auf Sicherheit, auch finanzielle und soziale Sicherheit, die ausreichend ist. Und 400 € reichen zum Leben in Deutschland nicht aus. Ich gehe mal so weit, obwohl ich natürlich nicht alle Länder von Europa kenne, es reicht in Europa einfach aufgrund der Preisgestaltungen für Miete und für die gestiegenen Lebenshaltungskosten reichen 400 € in Deutschland und vermutlich in vielen europäischen Staaten einfach nicht zum Leben aus. Daher engagiere ich mich für soziale Gerechtigkeit, für Sicherheit und auch für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Und da dachte ich, naja, ist die Linke vielleicht eine Chance, weil man hört solche Themen, Bundeskanzlerin spricht ja nicht über solche Themen und lehnt das auch noch ab. Oder beispielsweise Volksabstimmungen. Ich bin für Volksabstimmungen. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, CDU und CSU lehnen Volksabstimmungen ab. Also war für mich die CDU keine Option. Dann gab es dann nur noch, ja, gab es noch einige wenige andere Parteien. Ich hoffe, Sie können damit leben. Ich erwarte auch nicht jeder, dass das jetzt jeder gut findet. Und ich denke, Menschen haben das Recht auf Freiheit und ihre eigenen Entscheidungen und Erfahrungen zu sammeln. Ich denke, vielleicht ist die Linke eine Chance. Ich hoffe es wenigstens. Oder vielleicht werde ich doch noch Mitglied der SPD. Kann ja sein. Das prüfe ich immer noch. Ich danke für das Angebot. Viele herzliche Grüße an Murat Uguz in Mannheim. Vielleicht braucht man ja doch eine größere Partei wie die SPD, um sich für soziale Gerechtigkeit und für soziale Sicherheit in Deutschland mit einer gewissen Wirkung, mit einem gewissen Entfaltungspotenzial sich auch engagieren zu können. Da suche ich noch. Also ich bin ja auch selbst noch auf der Suche, weil eben, wenn ich mir die Größe der Partei Die Linke ansehe, dann befürchte ich, wird es wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre ins Land ziehen, bis man dann vielleicht doch die Chance mal hat, Bundesregierung mitzugestalten, wenn nicht sogar länger. Also für die Menschen, die jetzt auch Dokumentation schreiben,
Ich hatte ja also im Jahr 2018, vielleicht dauert es noch 20, 30 Jahre, bis die Linke vielleicht an einer deutschen Bundesregierung beteiligt werden sein wird. Aber ich bin kein Prophet. Vielleicht kommen ja ganz andere Entwicklungen und die Linke legt plötzlich auf 20% Stimmenanteil zu und dann kann es innerhalb von 4 Jahren eine Veränderung geben und wir erleben es dann, dass es vielleicht auch mal eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler der Partei Die Linke geben würde oder geben wird. Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Ist nicht ganz ausgeschlossen. Aber so aufgrund der Erfahrungswerte, wenn man sich anguckt, wie lange hat die CDU regiert in Deutschland, wie lange hat die SPD in Deutschland regiert, ne, kann man ja angucken bei Wikipedia. Ja, und dann weiß man, um welche zwei Parteien geht es in Deutschland. Natürlich immer nur um die Union aus CDU und CSU und SPD. Und dann halt eben die Frage, wer da vielleicht noch bei der Koalition mitmachen. Mal Bündnis 90 die Grünen, FDP, keine Ahnung. Also meistens geht es um diese zwei ganz großen Parteien, wobei so groß sind die ja auch nicht mehr. Ich glaube, die SPD hat etwa um die 500.000 Mitglieder. Bei der CDU ist es wahrscheinlich nicht viel anders, vielleicht sogar weniger. Und wenn wir dann berücksichtigen, dass es 82 Millionen Menschen gibt, dann ist es ja eine Minderheit. Ne? Ja, Parteien und ihre Mitglieder sind ja dann in der Minderheit. Man sollte es dann auch nicht ganz vergessen. Es muss nicht jeder Mitglied in einer Partei sein. Und natürlich hat jeder die freie Wahl, sich zu entscheiden, werde ich Mitglied in einer Partei und in welcher Partei. Den Weg, die richtige Partei, ich denke, das muss jeder Mann oder auch jede Frau oder jedes andere Geschlecht für sich selbst finden. Und dennoch, glaube ich, muss man kein Staatsgeheimnis daraus machen, wenn man Mitglied einer Partei ist. Und daher stehe ich dazu, ja, ich bin Mitglied der Partei Die Linke. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht allzu viele Zuschauer schockiert habe. Ich versuche, die Schockmomente etwas zurückzuhalten. Dennoch sehe ich keinen Grund, es zu verschweigen, dass ich Mitglied der Partei Die Linke bin. Es ist halt eben so. Ich schließe nicht aus, dass ich noch Mitglied anderer Parteien werde in der Zukunft. Dass ich vielleicht doch tatsächlich auch mal noch Mitglied der SPD werden könnte. Das schließe ich generell nicht aus. Jeder sucht und versucht etwas zu finden. Und es gibt Entscheidungen, die kann man einfach nur für sich selbst treffen. So sage ich nicht, ihr alle müsst jetzt bei dieser und jener Partei. Nee, mache ich nicht. Muss jeder für sich selbst herausfinden, wo er sich wohlfühlt oder auch nicht. Oder dazugehören möchte oder auch nicht. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und es lohnt sich immer wieder, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu lesen. Ich danke fürs Zusehen. Ich wünsche allen Menschen, denen es nicht so gut geht, wie auch mir selbst zurzeit, vor allem Heilung, baldige Genesung und gute Besserung und Glück, Liebe und Frieden. Glück, Liebe und Frieden. Und nur das Beste. Bis bald. Ihr Andreas Klamm. Weitere und ausführliche Informationen zu den Sendungen von Radio TV IBS Liberty finden Sie auch im Internet bei www.ibstelevision.org. Und können Sie auch gerne telefonisch erfragen. Ludwigshafen, Telefon 0621 58 67 8054. Ich wiederhole 0621 58 67 8054. Vielen Dank fürs Zusehen. Gesundheit, Liebe, Glück und nur das Beste wünsche ich allen Zuschauern und Zuschauerinnen.